Bildungsminister Marco Tholner hat den Plan für den weiteren Verlauf des aktuellen Schuljahres vorgelegt. Die Kultusministerkonferenz hatte ja den Auftrag, aus der Runde der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin sich Gedanken zu machen, wie es mit den Schulen in Zeiten der Pandemie weitergeht. Da haben wir in den letzten Tagen sehr intensiv gerungen, vor allen Dingen um die zwei Dimensionen, die sich hier abzeichnen. Die eine Dimension, die Abschlussperspektive in den Blick zu nehmen. Also was ist mit Schülerinnen und Schülern, die in diesem oder im nächsten Jahr Prüfungen ablegen. Aber auf der anderen Seite eben genauso auch die Dimension, die die Leopoldina in ihrer Stellungnahme hier abgebildet hat. Die Frage nämlich, welche auch sozialpolitischen und bildungspolitischen Implikationen so eine Aussetzung der Schulpflicht am Ende auch für jüngere Jahrgänge hat. Ziel ist es, Planungssicherheit zu schaffen. Gleichzeitig geht es weiterhin, hohe Infektionsschutzmaßstäbe einzuhalten. Dass wir also sozusagen hier auch klare Parameter unter unsicheren Rahmenbedingungen, natürlich müssen die gesundheitspolitischen Auflagen strikt beachtet werden. Und wenn es hier andere Entwicklungen als derzeit gibt, müssen wir natürlich auch gegensteuern. Aber vom Stand heute machen wir zum ersten Mal eine Perspektive auf, die den Schuljahresabschluss in den Blick nimmt. Und das will man durch eine enge Verzahnung von Präsenz- und Fernunterricht gewährleisten. Die Schulen werden weiter schrittweise in Jahrgangsstufen bzw. in Lerngruppen geöffnet. Bereits bekannt ist ja, dass jetzt schon laufend die prüfungsvorbereitenden Unterrichte in den Schulen mit den Abschlussjahrgängen laufen. Die werden in den nächsten Wochen bei den Gymnasien ab kommenden Montag, was die Abiturklausuren angeht, bei den Sekundarschulen die Abschlussprüfungen eine Woche später, ab dem 11. Mai, sozusagen stattfinden. Hinzu kommt, auch das ist schon bekannt, dass ab 4. Mai die Klassenstufen 11 im Gymnasium, also die zweite Teil der Oberstufe, und auch die Klassen 9 in den Sekundarschulen, die sozusagen auch schon die Prüfungs- und den Abschlusshorizont aufmachen, in den Blick nehmen, und ebenso auch die Klassen 4 in den Grundschulen. Der zweite Schritt, den wir jetzt in den Blick nehmen, ist in der Oberstufe die Klasse 10, die ab Mittwoch, dem 6. Mai, in den abiturführenden Schulen in den Unterricht eintritt, weil auch hier sozusagen die Oberstufenproblematik sich an den jeweiligen Schulhalbjahrgängen abbildet. Und wir sind in den verbleibenden Tagen vom 6. Mai bis zu den beginnenden Schulferien dabei, dass wir jeden Jahrgang an jeder Schulform mindestens einmal in die Schule sozusagen holen wollen. Die Reihenfolge, welche Klassenstufe an welchen Tag sozusagen geholt wird, überlassen wir den Schulen, weil wir da auch örtliche Gegebenheiten natürlich berücksichtigen müssen. So soll bis zum Beginn der Sommerferien Tage oder wochenweise jeder die Schule besuchen können. Die Beschulung erfolgt im Wechsel von Präsenz- und Fernunterricht. Für die Organisation sind die Schulen selbst verantwortlich. Nach den Pfingstferien am 2. Juni würden wir dann sozusagen in ein rollierendes, reguläres Schulsystem übergehen, vorbehaltlich der dann noch zu klärenden infektiologischen Rahmenbedingungen natürlich. Jeder Schuljahrgang wird an einem separaten Tag und in kleinen Gruppen beschult. Damit soll erreicht werden, wieder einen persönlichen Kontakt zu Lehrkräften zu ermöglichen, Lernstandsdefizite zu ermitteln und die weitere Beschulung im Fernunterricht zu strukturieren.